Kräfte ausgeschlossen. Und weiter geht es. Vertrau mir, weder ich noch die Maschine gewinnen was dabei. Achtung, Bravo 6-4 bei Rüstungsbucht 2 melden. Bravo 6-4 zu Rüstungsbucht 2. Ja, Sir. Gute Arbeit. Hier ist deine Bezahlung für einen gut erfüllten Auftrag. Komm bitte vorbei, wenn du wieder Zeit für eine Patrouille hast. Momentan nicht. Das ist wirklich betrüblich. Ich habe noch genügend anderen Scheiß zu tun. Ah, Paladin. Hast du vielleicht technische Dokumente? Ja. Oder möchtest du einer Forschungspatrouille helfen? Nein, ich würde jetzt ganz gerne nochmal die technischen Dokumente Ich habe geben. Technische Dokumente für dich. Hervorragend. Ich werde sie mir gleich ansehen. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube dieser technischen Dokumente. Ja. Ist mir wohl bewusst. So, jetzt müssen wir erstmal wieder zurück zur Burg ein paar Sachen klären. Beziehungsweise auch ein paar Sachen wieder ablegen und so weiter und so fort. Pridwin-Flugdeck. Mal schauen, wir haben ja auch wieder ein Level-Up. Aber ich freue mich, dass... Und wir müssen auch einmal mit Preston sprechen. Dann können wir die andere Mission nämlich auch abschließen. So, wo ist Preston? Ach, der ist am Arbeiten. Deswegen habe ich ihn wahrscheinlich nicht gesehen. Ich bin stolz auf unsere Freundschaft. Die Minutemen haben einen Lauf. Ich habe der Siedlung geholfen, zu der du mich geschickt hast. Und habe dabei gleich den Weg für eine neue Siedlung geebnet. Das sind fantastische Neuigkeiten. Wenn wir so weitermachen, haben wir bald das ganze Commonwealth von den bösen Jungs befreit. Hui. Ach, wir haben ja jetzt auch noch eine Wackelpuppe bekommen. Ah, komm. Ups. Ach, komm. Mal die ganzen Holobänder hier wieder rein. Nein, ach, nicht wieder alles mitnehmen. Jedes Mal dasselbe. Questgegenstand immer noch. Ach, nein. Das nicht. Ach, noch ein Wachrobotermodell. Dann pack ich da einfach mit rein. Scheiß das drauf. Oh. Okay, diverses. Die Waffen. Plasmagewehr, Gaussgewehr. Nein. Aber wir können ja noch einen Fatman mit reinlegen. Das Gaussgewehr kommt hier auch wieder rein.
schön. So. Dann schauen wir mal wegen dem Level ab. Level 39. Das brauche ich nicht. Wiederverwert habe ich schon voll. Level 41. Wo haben wir den Waffenfreak da? 39. Also. 39, 39, 41. Dann kann ich den noch ausgeben. Dann auf 39 die beiden Schmied, Rüstungsschmied und Waffenfreak ausrüsten. Das setze ich doch einfach mal auf Stärke. Bisschen mehr tragen hilft immer. Und irgendwann, so nach Level 41, können wir dann hier auch mal ein bisschen was auf starken Rücken legen. Dann können wir, müssen wir auch nicht die ganze Zeit irgendwie den Scheiß hier mit uns rumschleppen. Ja, beziehungsweise müssen nicht immer wieder zurück. Wenn wir Scheiß schneller abgeben. Gut, dann machen wir das mal als nächstes. Metzgerrechnung. Ja, aber ich werde vorher mal die Rüstung hier reparieren. Kann ja nicht angehen. So, toter Briefkasten. Die Markierung können wir jetzt hier gerade erstmal wegmachen. Markierung entfernen. Und dann machen wir uns auf den Weg zum toten Kasten der Briefe. Ich habe gehört, vor dem großen Krieg, das war schon eine Nummer, dass die Dinger mit den Briefkästen. Die Fusionskerne sind alle immer fast leer. Das ist nicht gut. Dann wechsle ich gerade wieder die Waffe. Wir wüssten, wie nah sie am Institut dran sind. Wenn die bloß wüssten, wenn die bloß wüssten. Hi. Ach, das ist ein Gunner. Die tun mir aber nichts. Cool. Oder sie tut mir zumindest nichts. Oh, ich habe wieder eine Militärfrequenz gefunden.
Aus der nichts kommt. Nicht hier, nee. Fusionskerne sind immer alle fast leer. Nicht dahinter. Nein. Oh nein, scheiße, jetzt habe ich es gesperrt. Fuck. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Das wär's. Ach, ernsthaft? Jetzt kommt man hier nicht durch? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Na, ich denke ja weniger. Also die Kinderkacke hier. Du musstest unbedingt den Helden spielen, was? Ich musste nicht nur, ich tue es immer noch. Oh Mann, komm zurück, ich hatte gerade voll den Spaß. Cool. Okay. Nein, den aktiviere ich jetzt nicht. Der geht dann nämlich nur auf mich los. Ich kenne das. So, du wolltest Spaß, Schätzchen. Scheiße, du verpickst dich. Spürst du den Spaß? Nicht weiter. Auch ein Mikroskop mitnehmen. Die haben gute Komponenten. Öllampe. Nach oben. Oh, sechs Stockwerke sind wir jetzt schon oben. Gut.
ein billiges Jagdgewehr. Was will ich damit? Ha. Die Säuglingsabteilung. Oh, das ist groß. Oh. Nee, oder? Ja, bei denen geht ab. Bei denen geht ab. Die schießen mit Kanonen auf Spatzen, warum auch nicht? Ist natürlich wieder nichts drin. Raider abschauen, nur wo? Ach da. Es ist schon wirklich interessant, es kommt immer wirklich drauf an, wo man gerade ist. Und da liegt es dann, da kommt es dann immer drauf an, welche Mission man kriegt und so weiter und so fort. Und dann sind die Gegner wirklich massivst unterschiedlich. Also die sind ja nun wirklich Kinderkacke, wenn man so nimmt. Na komm. Ach, nur 10mm Automatik. Bah. Ach, jetzt sind wir schon wieder unten. Was war das? Oh, Todesgrade, Todesgrade. Nicht, wie, nicht genügend Energie. Ah! Fuck, das war eine scheiß Idee von mir. Nein, 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 nein. Molotov Cocktails, Plasma Gewehr. Oh Gott, das ist schon so gut wie tot. Das war's auch mit dieser Todeskralle. Wunderbar, wunderbar. Und der nächste Fusionskern ist leer. Ich weiß nicht, ob wir hier unten sein sollten. Ist egal, man kann es erkunden, also... Ach, hier kommt man direkt raus, okay.
Dann wieder auf zur Railroad, da sprechen wir dann auch gleich damit, damit wir die optionale Quest für das Institut mehr oder minder erfüllen, was wir eigentlich nicht sollen. Oh, hallo. Und auf zur Railroad. Pen braucht dich in ihrem Haus. Unterschlupf Augusta wurde vom Institut zerstört. Dann ist es, wie ich befürchtet hatte. Drei Unterschlüpfe zerstört. Kaum vorstellbar. Aktuell habe ich sonst nichts für dich. Aber es brennt nach wie vor überall. Also braucht sicher jemand anderes deine Hilfe. Sehr gut, das hätten wir damit erledigt. Ich habe ein echt faszinierendes Gerücht gehört. Angeblich hast du das Institut gefunden. Aha. Du warst dort und hast es überlebt. Hört sich verrückt an, nicht wahr? Das ist aber die Wahrheit. Spricht voll und ganz der Wahrheit. Deacon sagt, dass du dich teleportiert hast. Unvorstellbar. Du bist sicher zu Recht stolz auf das, was deine Minutemen in so kurzer Zeit geschafft haben. Früher oder später werden die Minutemen auf ihre Weise versuchen, mit dem Institut fertig zu werden. Aber ich bezweifle, dass deine Soldaten großen Wert darauf legen, die Synths dort zu befreien. Ich zähle darauf, dass dir die Befreiung der Synths so sehr am Herzen liegt wie uns. Bitte, arbeite stattdessen mit uns zusammen. Wenn das so ist, arbeite ich mit euch zusammen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich das freut. Was ich dir jetzt erzähle, ist eins der bestgehüteten Geheimnisse der Railroad. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, wer der Patriot ist. Es gibt einen Mann im Institut, vielleicht auch eine Frau, das wissen wir nicht genau, der den Synths zur Flucht verhilft. Dutzende von Synths verdanken ihm sein Leben. Wir wissen aber nicht mal, wie er heißt, und es gibt keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren. Also haben wir ihm den Codenamen Patriot gegeben. Daher musst du das Institut infiltrieren und Kontakt zum Patrioten aufnehmen. Wie stelle ich den Kontakt her? Tom hat eine Möglichkeit gefunden, dem Patrioten eine Nachricht zu schicken. Wir können eine verschlüsselte Nachricht auf einem Institutterminal hinterlegen. Und wenn alles gut läuft, antwortet er. Geh einfach zu Tom. Er erklärt dir alles Weitere. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich kann mir sogar schon vorstellen, wer es sein könnte, aber mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Es gibt einen Jetzt krieg ich auch Wissenschaftler, der die ganze Zeit davon spricht, dass schlecht mit den Synths umgegangen wird. Sprich mit Tom. Er sagt dir, wie. In der nächsten Folge sprechen wir dann mit Tom und dann versuchen wir das Institut zu infiltrieren. Bis dahin.